Wisst ihr, was mich stört? Sobald man anfängt, diese Videos an sich anzuschauen, wo Amerikaner über Geografie reden, dann machen sich die Deutschen sehr schnell darüber lustig. By chance? I am not. Can you name a country on this map? Asia or Africa? That's a continent. Oh. Which country's flag is this? France? France has vertical stripes. Russia. That's wrong. Damn it. Oh my god. Your game is over unless you're currently following. I'm following. Netherlands. Netherlands. God damn it. What country's flag is this? That's one of the Korea. Yeah, that's definitely the, I think that's South. That's gotta be South. South Korea? South Korea. Yeah, yeah. No! Which country flag is this? Greece. Yeah, that's right. Dass die Amerikaner nicht sehr gebildet seien oder dass die amerikanische Ingenieurkunst Schrott ist. Beispielsweise amerikanische Autos, da wird dann direkt verglichen mit den deutschen Autoherstellern oder in vielen anderen Aspekten. Politik etc., Verhalten, Städte, Wirtschaft, da wird oft verglichen und dann so gesagt, dass also, habe ich das Gefühl, dass für einige Deutsche, jetzt nicht alle, aber so, eine, ja, so ein kleiner Teil von den Deutschen sich dann ja so ein bisschen direkt besser fühlen, etwas Besseres sind oder Deutschland generell was Besseres sei als USA bzw. Amerika. Und auf diesen Punkt wollte ich mal in diesem Video heute mal eingehen. Ich finde das ganz witzig. Beispielsweise, ihr kennt ja die Deutschen, die immer sagen, Dubai voll ja, unter aller Sorge, wenn man da hingeht, voller Schmutzland und so. Und sagen dann, ich würde lieber nach USA meinen Urlaub machen. Sagen dann aber, was soll ich nur USA, da sind doch alles voll die Trottel und so, voller Schrottland. Versteht ihr? Und das sind halt meistens auch diese Leute, die dann sich über die Amerikaner lustig machen, wenn die jetzt beispielsweise bei Geografie nicht wissen, wo Deutschland liegt. Und machen sich dann darüber lustig. Ich meine, Deutschland ist so ein irrelevantes Land für USA oder für die US-Amerikaner, dass diese gar nicht wissen müssen, wo das liegt. Vor allem, im Grunde genommen dauert das 2 Sekunden, auf dem Handy nachzuschauen, wo etwas liegt. Also, verstehe ich nicht so ganz, wieso sich Deutsche darüber lustig machen, wenn man nicht genau weiß, wo ein Land liegt, wenn man sowieso das einfach googeln kann. Es ist, ich meine, es, man hat nicht wirklich, es ist ein Allgemeinwissen, ja, es ist natürlich so nice to have, sage ich mal, aber es ist nicht, du musst es wissen. Ich meine, wo, wann wirst du mal in deinem Leben mal gefragt, ja, wo genau liegt Kopenhagen oder in welchem Land liegt das zum Beispiel? Oder wen juckt das? Wen juckt das überhaupt? Ich meine, Europa ist genauso, also ganz Europa ist so groß wie USA. Da reicht es ja denen auch vollkommen aus, wenn die wissen, wie viele Bundesstaaten die haben und jeden Bundesstaat kennen. Weil, ich meine, manche kennen nicht mal San Marino und wissen nicht mal, was für ein Land das ist und wissen nicht mal, wie die Fahne aussieht. Oder wenn ich fragen würde, wo liegt Mazedonien, würden die auch dumm aus der Wäsche schauen und würden nicht mal die Hauptstadt kennen. Also, steht hier. Also deswegen ist, natürlich gibt es auch manche Amerikaner, die dann nicht mal 5 Bundesstaaten aufzählen können und irgendwie ja komplett da so nicht so viel Plan haben. Aber es kommt halt immer darauf an, welche Leute man immer bei solchen Videos nimmt. Ich kann zum Beispiel auch jetzt in die Innenstadt gehen von Köln und dann mit 10 Vollidioten finden und dann sagen die alle was komplett Schwachsinniges. Und dann denken die auch Leute aus USA, boah, sind die Deutschen dumm und dämlich, Alter. So, versteht ihr? Und in USA kann es natürlich genau dasselbe sein, dass man da einfach die Idioten ausgewählt hat. Oder extra die Leute nicht ins Video reingebracht hat, die irgendwie vielleicht mehr Wissen haben. Oder dass man jetzt extra das Video so lustig gestalten möchte, weil um so Leute ein bisschen bloßzustellen. Kann ja auch sein, gibt ja auch oft in Frankfurt diese Videos. Okay, wie viele Bundesländer gibt es allgemein? Das weiß ich, keine Ahnung. Frankfurt. Auch, ja. Ihr wisst ja, ich meine, guck, genau das ist ja genau das ein Paradebeispiel. Also man kann in Frankfurt in bestimmte Gegenden gehen und dann sich irgendwie diese Leute herauspicken, die halt dumme Antworten, sage ich mal, in diesem Sinne, ja, liefern und dann verallgemeinern, dass die Leute, okay, alle Frankfurter sind dämlich oder so. Aber auch generell denken Deutsche, dass auch ihr komplettes System voll krass wäre, direkt. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, in den USA ist auch schon voll cool, dann denken die, ja, nee, hier gibt's das System ja voll schlecht mit Versicherungen und
Sozialhilfen etc. Also die meisten, also ich habe irgendwie das Gefühl, viele Deutsche mittlerweile heiraten ja nicht und haben auch keine Kinder und zahlen halt den Höchststeuersatz, verdienen vielleicht noch nicht mal 2.500 Euro netto, arbeiten fünfmal die Woche von 9 to 5 und sind mega unzufrieden mit ihrem Leben. Also ich sage jetzt nicht, dass es in USA direkt besser sein muss, kann aber. Natürlich kann es auch wiederum in Deutschland besser sein. Es gibt natürlich immer so und so. Ne? Kommt immer darauf an, wie man seine Erfahrungen macht. Aber ich persönlich war ja schon mal in den USA und ich habe auf jeden Fall schon in den ersten Momenten schon gemerkt, wie nett die Menschen in den USA sind. Also sind wirklich liebens, herzensgute Menschen. Also auch direkt am Flughafen schon. Der Typ, der Latino, direkt so mit Grinsen, Lächeln und so. Voll lieb. In Deutschland gucken die dich immer so, ich sag jetzt nicht kalt, aber eher so neutral an. Also so zeigen keine Emotionen, so mäßig, hey, toll, du bist wieder so zurück, versteht ihr? So, oder, und schön, war es schön im Urlaub oder so, also es gibt nicht solche, so höfliche Interaktionen, sage ich mal. Wenn man jetzt hier in Deutschland landet, direkt an der Kontrolle ist, bei Passkontrolle in den USA, wirst du direkt so, ja, freundlich empfangen, sage ich mal. Oder auch direkt auch in dem Flughafen generell waren die Leute mega nett. Aber nicht nur am Flughafen, auch in der Stadt. Wir laufen ganz normal rum. Ein Typ quatscht uns einfach aus dem Nichts an, hat sich schon gedacht, wir wären neu in der Gegend. Und damit lag er natürlich richtig. Und dann meinte er so, boah, wie geht's, was geht ab? Braucht ihr irgendwas? Soll ich euch helfen? Dies und das. Das war richtig korrekt von dem. Oder die Polizisten, ich glaube, die Storys habe ich schon alle erzählt. Die Menschen waren mega nett auf jeden Fall, ja, New York. Also wirklich, sowas habe ich in Deutschland noch nie erlebt, dass die Menschen so krass nett sind, dass sie so auf einen zukommen und so korrekt sind. Sowas kenne ich gar nicht aus Deutschland. Heißt nicht, dass es sowas nicht in Deutschland gibt, aber ich habe es persönlich noch nicht in diesem Maße erlebt. Zumindest, wenn ich jetzt irgendwie neu in einer bestimmten Stadt gewesen bin. Zumindest, okay, ich war einmal in Bremerhaven, da war ein Typ sehr, sehr korrekt. Grüße gehen raus an den Bruder, das ist ein muslimischer Bruder. Der hat mir auf jeden Fall sehr geholfen an diesem einen Tag, als ich in Bremerhaven war. Lasse ich auf jeden Fall nicht außer Acht. Und ja, jedenfalls hat mir USA sehr gefallen. Und ich weiß nicht, also die Menschen, die USA so runterreden, hier in Deutschland, die waren wahrscheinlich noch nie in den USA. Da finde ich generell, wenn man noch nie dort gewesen ist, kann man eigentlich noch nicht mal wirklich... Sollte man sich nicht das Recht nehmen, einfach darüber zu urteilen oder solche Vorurteile zu verbreiten und zu sagen, ja, das und das ist scheiße, die sind so schlecht. Und ich meine, klar, die amerikanischen Autos sind vielleicht nicht so super, aber man kann auch jetzt nicht sagen, deutsche Autos wären High-End-Produkte, weil die sind auch absoluter Schrott, weil die da sind auch mittlerweile Schrott, weil wenn man jetzt mal schaut, Toyota, also die wirklich guten Automarken, wenn man von guten Automarken redet, die zuverlässig sind, dann sind das nicht mehr die deutschen Automarken, sondern das sind wirklich japanische Ingenieurskunst oder ich weiß nicht, chinesische Autos, ich weiß gar nicht, wie gut die sind, aber mittlerweile holen die im Elektro-Kfz-Markt holen die ja gerade sehr stark auf, aber wie gesagt, japanische Autos sind eigentlich komplett High-End, was Zuverlässigkeit angeht, da hat Deutschland auf jeden Fall zurückgeschraubt, wahrscheinlich wegen diesen ganzen Servicekosten und Reparaturkosten, damit die dann noch mehr Kohle scheffeln können. Mir ging es einfach nur in diesem Video mal darüber, dass diese Leute, die immer sagen, ja, Amerikaner sind alle dumm und dämlich und das System ist scheiße. Also, das hatte ich auch heute gehabt bei der Arbeit, da war einer, der hat über China geredet, der meinte, China ist richtig krass, ja, und da kam eine Frau und meinte so, also kam so dazu, hat geredet und meinte so, ja, nee, ich würde lieber hier in Freiheit leben als in der Diktatur. Das Problem ist aber, die Leute wissen es nicht, wie es in der Diktatur ist, wie es dort ist zu leben. Wir waren noch nie in so einem Land. Ich war zum Beispiel mal in den Arabischen Emiraten, ist auch eine Diktatur, ich konnte auch ganz normal leben. Also es war nicht so, als wäre ich da versklavt worden oder so. Man konnte da ganz normal leben. Also das war nicht so, als würde ich jetzt in einem Keller leben müssen und dürfte meine Meinung nie irgendwie komplett gar nicht mehr sagen dürfen oder sonstiges. Und das ist auch mit China so. Also wenn man da selber noch nie gewesen ist und nie seine Erfahrung gemacht hat, auch
dort zu leben, ich meine jetzt nicht nur als Tourist, sondern wirklich da zu leben, dann ist das was ganz anderes. Natürlich kann man, und natürlich muss man dann wiederum betrachten, dass jeder Mensch, der dort lebt, lebt anders. Wenn ich jetzt hingehe, lebe ich anders, als wenn jetzt irgendein Tom da hingeht, der lebt auch anders. Wenn jetzt irgendwie ein Julio da hingeht, der lebt auch nochmal anders. Wenn ein, keine Ahnung, ein Hiroshi da hingeht, der lebt auch nochmal komplett anders. Und wenn ein Huan Chuan oder wie die chinesischen Namen sind, keine Ahnung, die wird auch nochmal ganz anders leben. Versteht ihr, was ich meine? Also jeder macht seine ganz eigenen, andere Erfahrungen, wo es dann schwierig ist, das so direkt zu verallgemeinern. Und dasselbe geht natürlich auch, wenn man nach USA geht oder in Deutschland lebt. Der eine lebt in Deutschland und findet es komplett scheiße. Der andere lebt vielleicht in einer anderen Stadt in Deutschland und lebt vielleicht viel besser. Oder vielleicht sogar in derselben Stadt. Also das muss ich euch nicht erklären. Ihr wisst ja selber, dass das... Ja, dass jeder spielt halt in diesem Sinne sein eigenes Spiel, versteht ihr? Und jeder muss selber drauf schauen, wie er sein Spiel spielt. Und darauf wollte ich ein bisschen eingehen, weil ich war halt in den USA und ich habe das oft gelesen und ich fand das halt blöd, wenn Leute einfach die Amerikaner als dumm und dämlich bezeichnen, obwohl die sehr respektvolle Menschen sind, sehr nette Menschen sind. Und ja, ich hatte halt meine Erfahrung gemacht als Tourist. Ich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war nicht so, als würde ich mich irgendwie ausgegrenzt fühlen. Die Leute haben mich ja quasi richtig willkommen geheißen. Und kann auf jeden Fall auch jedem empfehlen, mal einen Trip nach New York zu machen zumindest. Manchmal gibt es ja günstige Flugtickets nach New York. Also es war wirklich cool und es war die Erfahrung auf jeden Fall wert.